Hört ihr das? Ich filme das Video nämlich gerade am 31.12. Perfektes Timing. Ich möchte euch hier mal ganz viel Mehrwert mitgeben und am besten auf eure Fragen eingehen. Deswegen habe ich mir gedacht, warum nicht einfach euch direkt fragen, also irgendwie zu versuchen zu erraten, was ihr euch fragt und was ihr gerne wissen wollt. Deswegen beantworte ich heute mal wieder einige Fragen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr das nächste Mal auch Fragen stellen wollt. Denn wenn ihr abonniert, bekommt ihr immer alles mit und werdet auch nächstes Mal mitbekommen, wenn ich wieder nach Fragen frage. Lasst euch nicht davon abbringen, falls ihr draußen irgendwie Feuerwerk hört. Ich filme das gerade am 31.12. an Silvester. Deswegen kann es sein, dass es draußen ein bisschen laut wird. Entschuldige dafür. Ich habe total Probleme damit, mich zum Lernen zu motivieren. Ich krieg's einfach nicht hin anzufangen. Hast du irgendwelche Tipps? Zum Thema Motivation habe ich ein bisschen ein anderes Mindset als viele andere. Ich bin nämlich der Auffassung, dass wir Motivation nicht brauchen, um anzufangen. Beziehungsweise um spezifischer zu sagen, dass die Motivation, von der wir glauben, dass sie existieren müsste, gar nicht der Anfangspunkt ist. Sprich, du kannst nie immer dann motiviert sein, wenn du lernen musst. Also du musst ja viel öfter lernen, als du wirklich motiviert bist. Auch wenn dir Lernen Spaß macht, auch wenn du vielleicht gerne lernst, bist du natürlich nicht immer motiviert. Trotzdem müssen wir schon versuchen, jeden Tag in die Schule zu gehen, jeden Tag in die Uni zu gehen, jeden Tag was zu machen und so weiter. Oder fast jeden Tag. Und die Motivation wird einfach nie immer da sein. Das erste sehr blöde Erkenntnis, wie ich sie aber für mich genutzt habe, ist daran zu denken, dass Motivation immer dann kommt, komischerweise, wenn ich schon angefangen habe. Wenn ich mich hinsetze, meine Sachen ausgepackt habe, anfange zu arbeiten und merke, hey, irgendwie ist es cool, ich hatte gerade ein kleines Erfolgserlebnis, es macht gerade irgendwie Spaß, ich habe die Aufgabe richtig. Dann kommt erst die Motivation. Und deswegen sage ich immer, Motivation, wie ich sie kannte, ist eine Lüge. Und eigentlich müssen wir anfangen und dann kommt erst die Motivation. Und nicht die Motivation ist der Anfangspunkt. Vielleicht hilft dir das ein bisschen. Also versuch mal einfach anzufangen, dich für 5 Minuten hinzusetzen und einfach mal die erste Aufgabe zu machen. Und dann guck, ob vielleicht Motivation kommt. Wenn nicht, ist auch okay, dann musst du nicht weitermachen. Aber in den meisten Fällen wird deine Motivation, wenn du angefangen hast, mehr da sein als davor. Also ich finde auch darüber nachzudenken über die Aufgaben ist immer blöder, als es einfach zu machen. Das Nachdenken über eine Aufgabe ist für mich immer schlimmer, als es einfach mal durchzuziehen. Und irgendwie das ganze Grübeln und sich blöd fühlen, weil man prokrastiniert, das Schlimmste. Hast du in der Oberstufe Lernzettel geschrieben oder welche Lernmethoden hast du angewendet? Ich habe tatsächlich relativ wenig Lernzettel geschrieben. Ich habe im Unterricht Notizen gemacht und ich habe versucht, dass diese Notizen auch meine Lernzettel sind. Sprich, ich habe nie, das habe ich wirklich ganz, ganz selten nur gemacht, dass ich mir für einen Test oder für eine Klausur nochmal extra einen Lernzettel gemacht habe. Weil dieses Aufschreiben eines Lernzettels ist wertvolle Zeit, die man auch direkt für das Lernen nutzen kann. Ich weiß, einige von euch werden sich jetzt denken, dass sie durch das Lernzettelschreiben lernen. Das ist auch sehr gut, falls es bei euch so ist. Ich habe aber andere Lernmethoden benutzt, die ich euch hier auch schon gezeigt habe, wie beispielsweise Blurting, wie beispielsweise die Feynman-Technik, wie beispielsweise Mindmaps. Das habe ich noch alles gemacht. Generell ganz viele Arten von Active Recall. Dazu gibt es aber ganz viele Videos, die das nochmal im Detail erklären, hier. Um es aber zusammenzufassen, ich finde Lernzettel machen nicht schlimm. Ist für mich aber nicht die Lieblingslehrmethode gewesen, weil ich effektivere Wege gefunden habe, wie beispielsweise die Methoden, die ich hier immer erkläre. Wie verbessere ich meine mündliche Note, beziehungsweise wie kann ich meine Antwort besser rüberbringen, sodass ich professioneller wirke? Das ist eine richtig coole Frage, weil nämlich die mündliche Note ja sehr, sehr viel ausmacht. Und wie du schon sagst, wenn man professioneller oder das besser rüberbringen, kann es auch zu einer besseren Note führen. Was mir jetzt spontan einfällt, ist definitiv, sich vielleicht vor dem Unterricht den Stoff des letzten Unterrichts, also der letzten Stunde, mal anzugucken und zu überlegen, ob man alles noch verstanden hat, ob man diese Konzepte, die Dinge, die man durchgenommen hat, auch nochmal in eigenen Worten erklären könnte. Weil meistens machen die Lehrer in der Stunde ja immer eine kurze Wiederholung und fragen, was ihr in der letzten Zeit gemacht habt und bauen dann auch darauf auf. Du wirst in 4 Stunden auf jeden Fall über den vorherigen Stoff reden müssen. Und du kannst deswegen auch sehr gut antizipieren und, ich sag mal, einkalkulieren, was du wann und wie sagen kannst. Also wenn du professioneller wirken möchtest, dann kannst du dir einfach schon vorher überlegen, was du genau sagst. Also dann guckst du dir das Thema an und überlegst dir, wie du das professionell nochmal erklären kannst. Ansonsten zu dem Thema mündliche Note würde ich einfach nur empfehlen, immer regelmäßig mitzumachen, sich einfach zu trauen, über seinen Schatten zu springen, auch Fehler zu machen und daraus zu lernen. Die mündliche Note ist wirklich so ein gutes Tool und wenn man regelmäßig mitmacht, wird man es auch in den schriftlichen Klausuren einfacher haben. Woran merkst du den Unterschied zwischen Lernen für die Schule und Lernen für die Uni, beziehungsweise merkst du den überhaupt?
Ja, oh mein Gott, es ist ein großer Unterschied. Das Lernen an sich schon, aber vor allem auch das ganze Konzept Schule und Uni. Also ich muss sagen, ich studiere jetzt Jura seit diesem Semester. Es ist wirklich ganz anders als Schule. Ich persönlich, ich überlege gerade, würde ich sagen, es ist besser? Schon, es gefällt mir schon deutlich besser als die Schule. Und alle sagen ja immer, man muss selbstständiger lernen und es ist wirklich so. Also es ist noch krasser, als ich mir vorgestellt hatte. Man muss wirklich 100% selbstständig lernen. Und die Sache, womit ich auch am meisten struggle in der Uni, ist auch, dass ich halt nicht genau weiß, lerne ich gerade das Richtige. Weil in der Schule hatte man immer genau den Stoff vorgegeben. Man wusste genau, das und das musst du wissen für eine Klausur, weil das haben wir auch im Unterricht gemacht. Und in der Uni ist es ein bisschen schwieriger, weil niemand dir irgendwie eine Liste an Themen gibt, die du wissen musst. Oder du jetzt nicht sagen kannst, hey, das, was wir in den Vorlesungen gemacht haben, nur das kommt dran. Irgendwie kann alles und nichts rankommen. Und der Stoff ist einfach so unfassbar viel. Jura macht mir richtig Spaß. Ich bin unglaublich froh, dass ich den Studiengang gewählt habe. Das war ja auch schon sehr lange mein Wunsch und deswegen glaube ich, ist es für mich auch einfacher reinzukommen, weil ich mich davor schon sehr viel darüber informiert habe über den Studiengang. Deswegen ist es für mich auch nicht so schwer gewesen anzukommen. Aber trotzdem ist die Menge an Stoff wirklich krass. Ich glaube, das ist aber vor allem ein Jura-Ding. Also ich kann mir vorstellen, dass es bei anderen Studiengängen vielleicht nicht so krass ist. Bei Jura ist es wirklich unglaublich viel Stoff. Es macht aber einfach viel Spaß und eben weil es Spaß macht und mich interessiert, finde ich es auch besser zu lernen dafür. Also ich lerne lieber für Jura, als ich es in der Schule getan habe, weil mich Jura halt wirklich zu 100% einfach abholt. Und in der Schule gab es natürlich schon Fächer, die mir nicht so Spaß gemacht haben und für die das Lernen dann einfach schwieriger war. Und was auch ein Ding ist bei Jura, ist ja, dass wir ganz andere Klausuren schreiben. Also in der Schule hatte man immer diese drei Aufgabenbereiche. Man musste Wissen haben, das aufschreiben können, man musste das Wissen in den Kontext setzen, man musste Quellen analysieren, man musste dann Dinge erörtern und bewerten und so. Man hat einfach diese typischen Klausuren, die man immer so geschrieben hat. Und bei Jura ist da was ganz anderes, weil wir lösen in den Klausuren immer nur Fälle. Wir müssen immer nur Fälle lösen und Gutachten schreiben. Und das ist was ganz anderes als in der Schule. Und deswegen, ich merke da auf jeden Fall den Unterschied, aber es macht echt viel Spaß und ich bin froh, dass ich mich dafür entschieden habe. Fandest du die Abi-Prüfung schwieriger als die Klausuren davor? Wenn ich darüber nachdenke, dann waren die Abi-Prüfungen einfach nur wie normale Klausuren. Klar, meine mündliche Prüfung war ein bisschen spezieller, weil ich ja sonst nie mündliche Prüfungen hatte, normalerweise in der Oberstufe. Aber war auch okay, weil ich das mit meinem Lehrer auch davor zweimal geübt habe. Also ich hatte zum Beispiel noch Englischleistungskurs, das war halt genau wie eine normale Englischklausur. Es war auch nicht wirklich schwieriger. Wir hatten ja sogar noch mehr Auswahlmöglichkeiten, weil im Abi kannst du jetzt zwischen Aufgaben wählen, in bestimmten Fächern zumindest. Und es war halt wirklich super, weil in den normalen Klausuren hatten wir das, meine ich, nicht. Natürlich musste man trotzdem mehr lernen, weil man sich auf mehr Themen vorbereiten musste. Sprich, wenn du weißt, schreibst eine Klausur im ersten Semester, also im ersten Halbjahr, dann weißt du ja, dass nur die Themen aus dem ersten Halbjahr rankommen. Und im Abi können ja alle Themen aus allen vier Oberstufenhalbjahren rankommen. Deswegen war das gerade in meinem Politik-LK beispielsweise sehr, sehr viel Stoff. Aber die Klausur an sich, von der Aufgabenstellung her, von der Quelle her, war definitiv nicht schwieriger. Bei Mathe ist ein bisschen was anderes. Ich habe schon das Gefühl, dass es schwieriger war. Ich glaube, was eine Schwierigkeit ist, ist, dass die Klausuren dann ja vom Land gestellt werden und nicht von deinem Lehrer. In den meisten Fällen zumindest. Das heißt, wenn du die Klausuren normal schreibst in der normalen Oberstufe, dann weißt du ja, dass dein Lehrer sie gestellt hat und wusste, was ihr im Unterricht bereits behandelt habt. Wenn die Klausuren mal vom Land gestellt werden, kann es sein, dass Dinge rankommen, mit denen ihr euch nicht so im Detail beschäftigt habt oder vielleicht sogar gar nicht beschäftigt habt. Das ist, glaube ich, ein bisschen eine Schwierigkeit. Aber ansonsten musst du daran denken, du hast dich 2 Jahre lang nur auf diese Prüfung vorbereitet und sie sind nicht wirklich schwieriger. Sie sind halt einfach normale Klausuren. Ich weiß noch, ich saß da und war so, what? Ich schreibe gerade Abitur? Ich schreibe gerade Abi? Das hat sich halt voll normal angefühlt. Ach ja, hier war auch noch eine ähnliche Frage, sehe ich gerade, wie das Vor-Abi war im Verhältnis zu dem Abi. Und ehrlicherweise war das Vor-Abi so ein guter Vorbote für das richtige Abi, sage ich jetzt mal, weil ich wirklich in 3 von 4 Fächern genau die gleichen Noten hatte wie letztendlich im richtigen Abitur. Also alle meine Noten waren einfach gleich und auch vom Niveau her waren die relativ gleich. Ich glaube, das Vor-Abi kann halt wirklich gut vorhersagen, wie die Noten letztendlich im Abitur sein werden. Müsste es natürlich nicht. Also ich habe mich auch in Mathe verbessert und ich kenne auch viele, die sich verbessert haben. Also macht euch keine Sorgen, falls das Vor-Abi nicht so gut war, aber daran könnt ihr euch gut orientieren. Oh mein Gott, hier sind noch so viele Fragen und die sind alle richtig gut. Wie kommst du mit der Uni eigentlich zurecht? Ich habe bisher zu meinem Unileben noch gar nicht so viel gesagt. Ich habe ja so ein paar Vlogs auch gemacht, die ich mitgenommen habe. Aber so viel habe ich noch bisher gar nicht gesagt. Ich habe letztens ein Video gefilmt zu meinem ersten Semester, Stundenplan, also was ich so machen muss jede Woche, wie ich mir das eingeteilt habe, was für Fächer ich gerade belege. Das könnt ihr euch gerne mal angucken. Und ansonsten muss ich sagen, eigentlich ganz gut. Es ist halt ganz anders als Schule, wie ich schon vorhin gesagt habe. Was mich auch ein bisschen nervt, ist, dass ich so einen langen Fahrtweg habe. Also ich
bin einfach jeden Tag, wenn ich in die Uni gehe, 3 Stunden unterwegs, nur am Pendeln. Das ist halt nervig. Ansonsten macht aber der Stoff halt richtig viel Spaß. Das Fach macht mir sehr viel Spaß. Es ist super interessant, was wir machen. Und die Art zu lernen gefällt mir auch viel besser bei Jura. Ich habe nette Leute kennengelernt und das erste Semester ist einfach schon fast rum. Es ist so noch 1 Monat oder so, das ist wirklich krass. Aber ich habe mir überlegt, dass ich gerne nochmal so ein Recap machen möchte von meinem Semester, vom ersten Semester. Das kommt dann bald und dann könnt ihr nochmal in Detail quasi hören, wie ich das erste halbe Jahr an der Uni so fand. Und dann gab es ja auch noch einige Male die Frage, warum ich Jura studiere. Also falls ihr mich auch schon länger verfolgt, dann wisst ihr, dass ich das eigentlich immer gesagt habe. Also ich wollte schon immer Jura studieren. Diese intrinsische Motivation in mir war es schon sehr, sehr lange auf jeden Fall da. Und ich habe mich dann auch die letzten Jahre sehr viel damit auseinandergesetzt, was man da macht bei Jura, was es danach für Möglichkeiten gibt, wie das Studium aufgebaut ist, was man da lernt, wie man da denkt, was für Leute Jura studieren, was für Leute Juristen sind und so weiter. Und ich habe immer gemerkt, es passt eigentlich ganz gut zu mir. Hab dann mit vielen Leuten darüber geredet, ganz viel informiert und vor allem, was glaube ich auch nochmal mich bestärkt hat, war, dass ich dieses Jahr bei Jugend debattiert mitgemacht habe. Das ist so ein Debattierwettbewerb für Schüler und es hat super viel Spaß gemacht, einfach zu diskutieren, zu debattieren. Und das Witzige war, dass es in dieser Jugend debattiert Community ein bisschen so den Running Gag gibt, dass alle Leute, die da sind bei Jugend debattiert oder da halt weiterkommen und es gerne machen, einfach alle Jura studieren, weil das irgendwie so ein Jura-Wettbewerb ist einfach, weil es genau um diese Sachen geht, die wir bei Jura auch machen. Und das war wirklich einfach so mein Plan A, mein Plan B. Ich hatte eigentlich keinen anderen Plan. Für mich war es immer Jura und es war immer klar. Und ich bin sehr dankbar dafür, weil ich glaube, ganz viele haben das nicht. Ihr müsst euch davon aber nicht eingeschüchtert fühlen, weil auch in meinem Studiengang, also in meinem jetzigen Semester, in meinem Jahrgang quasi, gibt es ganz viele Leute, oder die meisten eigentlich, bei denen das nicht so war. Ich kenne eigentlich gar keinen, fällt mir gerade auf, bei dem das so war. Also macht euch keinen Stress. Es ist bei den allerwenigsten so, dass sie genau wissen, was sie machen wollen. Und es ist auch voll okay dann. Deswegen, falls ihr es noch nicht wisst, macht euch keine Sorgen. Probiert es einfach mal aus. Probiert Praktika aus. Informiert euch. Redet mit Leuten. Das waren einige Fragen. Es gibt noch sehr viele mehr. Aber ich möchte nicht, dass das Video jetzt übelst lange wird. Deswegen, die anderen Fragen kommen dann ein anderes Mal. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Oder wenn ihr das hört, dann haben wir wahrscheinlich schon 2024, so krass. Also bis ganz bald. Bis dann, tschüss.